Hallo Fahrradfreunde, heute möchte ich mit euch über EMTB Hardtails sprechen, über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und für wen ist eigentlich eine EMTB geeignet. Wie ihr sicherlich wisst, werden E-Bikes immer beliebter und natürlich auch die Kategorie der EMTBs, also E-Mountainbikes. Das heißt Mountainbikes mit Motor und Akku, die euch im Gelände dann eben auch mit Motorkraft unterstützen. Auch hier gilt, wie bei anderen Mountainbikes natürlich auch, dass es unterschiedliche Ausfertigungen dieser Räder gibt. Und in diesem Video wollen wir uns erstmal ein bisschen mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von EMTB Hardtails beschäftigen. Das heißt, von Mountainbikes mit Motor, die vorne eine Federung besitzen und hinten ungefedert sind. Schauen wir uns als allererstes mal den Einsatzbereich von so einem EMTB Hardtail an. Und das ist ja eigentlich analog zu einem normalen Hardtail eben auch vornehmlich der Geländeeinsatz. Das heißt, ihr seht auch schon an der breiten Bereifung, den tiefen Stollen und so, dass es damit für ordentlich Traktion im Gelände gesorgt ist. Das Schöne allerdings bei einem Hardtail ist, auch bei einem EMTB Hardtail ist, dass es sehr flexibel einsatzbar ist. Also man kann es halt auch im Alltag ganz gut nutzen. Und wie ihr hier bei dem Access, was neben mir steht, auch ganz gut sehen könnt, gibt es ja auch Varianten, die schon mit Schutzblechen und Beleuchtung daherkommen. Also hier seht ihr ganz deutlich, dass so ein EMTB Hardtail neben dem Einsatz im Gelände eben auch eine hohe Alltagstauglichkeit und Flexibilität mit sich bringt. Das Schöne ist natürlich, dass es dadurch, dass es nur vorne gefedert ist, ein bisschen leichter ist als vergleichbare EMTB Fullies beispielsweise und aber trotzdem mit der Federung vorne natürlich für ausreichend Komfort im Gelände sorgt. Und so eine Federung ist natürlich auch praktisch, wenn man es im Alltag nutzt, weil ja auch Straßen nicht immer den besten Untergrund bieten. Aufgrund dieser Konstruktion ist natürlich auch zu beachten, dass ihr wilde Sprünge oder Downhill-Fahrten natürlich eher mit einem EMTB Hardtail nicht machen solltet ihr dann eher in die Kategorie Fully gehen. Leichte Trails, Touren, auch abseits befestigter Wege sind mit so einem Hardtail problemlos möglich. Jetzt natürlich noch die Frage, was kostet eigentlich so ein MTB, so ein EMTB Hardtail? Die fangen bei ca. 2000 Euro an. Die Einstiegsmodelle mit einer relativ einfachen Komponentenauswahl, aber schon meist, was den Antrieb betrifft, einer ganz guten Zusammenstellung aus Motor und Akku. Allerdings, wie gesagt, bei Federgabel, Schaltkomponenten etc. ein bisschen abgespeckt. Da geht das Ganze los. Wenn euer Fokus beim EMTB aber auch mehr in Richtung Gelände geht, dann könnt ihr schon mal in der nächsten besseren Preisklasse schauen. Also bei so 2.500, 3.000 Euro kriegt ihr dann eben auch schon wirklich Offroad-taugliche Komponenten mit sensiblen Federgabeln, präzisen Schaltwerken und auch das Ganze so ein bisschen belastbarer, sodass ihr da auch ein bisschen mehr geländespezifisch unterwegs sein könnt. Die nächste Preisklasse befindet sich dann so ab 4.000 Euro aufwärts. Dort habt ihr dann eben auch Leichtbau-Carbonrahmen, wirklich sensible, leichte Luftfedergabeln mit allem, was man sich eben wünschen kann für wirklich sehr, sehr sportliche Geländefahrten plus eben den zusätzlichen Antrieb durch einen starken Motor, die dann auch wirklich mit großen Akkus und sehr kräftigen, durchzugsstarken Motoren ausgestattet sind. Ist dann eben auch wieder vergleichbar zu einem traditionellen, herkömmlichen Hardtail ohne Antrieb. Hier eben auch das Ganze dann nochmal ein Stück leichter, eben durch die hochwertigen Komponenten. Das merkt man dann eben auch schon am Vortrieb sehr. Nach oben hin sind natürlich die Grenzen dann eben entsprechend offen. Aber das Schöne am Hardtail ist ja, dass man eben für relativ wenig Investitionen schon sehr viel, sehr hochwertige Komponenten eben auch bekommt. Wenn man das jetzt vergleicht eben zu einem Fully oder ähnlichem. So viel zum Einsatzzweck und zu den Preisklassen und den Ausstattungsmerkmalen. Aber worauf musst du jetzt spezifisch achten, wenn du dich für ein neues EMTB Hardtail interessierst? Es ist natürlich so, dass es wie beim normalen Fahrrad eben auch in erster Linie erstmal um den Einsatzzweck geht. Also das heißt, am besten überlegst du dir vorher, was will ich mit dem Rad machen, wo will ich es einsetzen, wie will ich es fahren? Und danach kannst du dann dir auch das passende Rad raussuchen lassen. Wir helfen dir dann natürlich auch gerne mit unseren Lucky Guides in den Filialen. Aber im Wesentlichen ist es erstmal so, dass es analog auch zu den normalen Hardtails erstmal um die Komponentenwahl geht. Das heißt, wenn du das EMTB vor allem eher im Alltag nutzt und weniger im sportlichen Einsatzbereich im Gelände, dann sind einfache Schaltkomponenten jetzt gar nicht so verkehrt. Du brauchst nicht die ganze Bandbreite an Gängen, ein bisschen weniger Gänge, dafür ein robusteres Schaltwerk und auch eine etwas einfachere Federgabel sind da gar nicht so verkehrt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du das Rad vor allem sportlich nutzt im Gelände, auf den Trails, dann solltest du schon darauf achten, dass du halt wirklich auch präzisere Schaltkomponenten am Rad verbaut hast. Also Shimano XT-Gruppen werden dazu empfehlen. Auch die Bremsanlagen sollten halt entsprechend etwas bissiger sein. Das heißt, 4-Kolben-Bremsanlagen sind da 2-Kolben-Bremsanlagen vorzuziehen. Neben den Schaltkomponenten, Federgabeln, Rahmenmaterial ist natürlich auch noch entscheidend, welches E-Bike-System
am Rad verbaut hat. Und daher gibt es dann natürlich auch die unterschiedlichen Varianten. Ganz beliebt bei EMDB Hardtails ist inzwischen der Bosch CX Mittelmotor. Generell sind Mittelmotoren eigentlich das, was sich in der letzten Zeit im E-Bike-Bereich durchgesetzt hat, weil sie halt einfach sehr ausgewogen sind, sehr ausbalanciert, schönes Fahrverhalten bieten und durch den Schwerpunkt in der Mitte auch sehr natürliches Fahrgefühl bieten. Und mit den modernen Mittelmotoren habt ihr inzwischen auch an den EMTBs ein sehr gutes Leistungsniveau, was den Antrieb und den Durchzug betrifft. Neben den Motoren sind natürlich auch die Displays entscheidend. Auch hier gibt es verschiedenste Varianten, also wie hier das kleine kompakte Bosch-Display, beziehungsweise seht ihr auch an dem anderen Rad ein etwas größeres. Je nachdem, welche Fahrdaten ihr eigentlich braucht. Bei den Einstiegsrädern sind natürlich die wesentlichen Daten wie Geschwindigkeit, Akkuladestand und Fahrmodus ablesbar. Größere Displays bieten euch aber natürlich noch zusätzliche Funktionen, zum Teil auch Navigationsfunktionen. Auch hier ist es natürlich die Frage, ob ihr das wirklich braucht. Fragt euch einfach, wie nutzt ihr euer Rad? Braucht ihr eine Navigation und zusätzliche Fitnessdaten, weil ihr das Rad sportlich und auf unbekannten Wegen nutzt? Oder reicht euch das einfache Display aus, weil ihr eh mehr oder weniger auf kurzen Strecken in der Stadt oder auch nur auf Touren über Land unterwegs seid am Wochenende? Ansonsten ist natürlich auch noch ein ganz entscheidender Punkt, der dritte Teil eines E-Bike-Systems, der Akku. Bei einem Akku ist es auch so, dass sich inzwischen eigentlich alles schön integriert an den Rädern findet. Also ihr habt inzwischen voll integrierte Akkus. Auch das sorgt für eine cleane Optik und dass die Akkus auch sehr geschützt sind vor äußeren Einflüssen. Und natürlich sorgt diese Systemintegration auch dafür, dass das Rad nochmal ein bisschen ausgewogener ist vom Handling. Alles sehr schön vom Schwerpunkt her auch, das Gewicht gut verteilt ist. Bei den Akkus ist es natürlich so, dass sie von der Kapazität her auch bei Einstiegsmodellen schon mit 500 Wattstunden euch eine große Reichweite bieten. Falls ihr allerdings vorhabt, auch größere, längere Touren mit dem Rad zu fahren und euch sicher sein wollt, dass ihr auch mit einer Restladung Akku noch nach Hause kommt, könnt ihr natürlich auch mit den größeren 625 Wattstunden Akkus schon längere Touren fahren. Da habt ihr einfach nochmal ein bisschen mehr Reichweite. Also falls euer Fokus mehr darauf liegt. Neben den Unterschieden natürlich in der Ausstattung, was Schaltgruppen und auch E-Bike-System betrifft, die so ein bisschen einen Einfluss darauf haben, wo der Einsatzbereich des Rades liegt, des Hardtails liegt, ist es natürlich auch so, dass die Geometrien noch eine gewisse Rolle spielen. Natürlich ist euer EMTB immer ein Sportrad, das dürft ihr nicht vergessen, also ihr sitzt sportlich drauf. Aber viele Hersteller sorgen eben auch dafür, mit zusätzlichen Anbauteilen, dass die Ergonomie nicht vernachlässigt wird. Also ihr habt meist ergonomische Griffe, verschiedene Sitzpositionen. Das würde ich euch auch ans Herz legen, einfach mal auf Probefahrten auszuprobieren. Also gerne auch bei uns in den Stores verschiedene Räder mal zu probieren. Welche Geometrie passt zu euch? Wollt ihr es eher racelastig oder eher moderat sportlich für Touren? Das sind natürlich auch bei EMTB Hardtails entsprechende Unterschiede zu finden. Und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, wenn ihr schon auch ein Hardtail sucht für den Einsatzbereich im täglichen Verkehr, dann schaut euch auch mal die voll ausgestatteten Varianten an mit Schutzblechen und Beleuchtung. Habt ihr dann alles schon am Rad, was ihr braucht und könnt das Rad auch gerne zum sportlichen Pendeln nutzen. Also ihr seht, die Welt der EMTB Hardtails ist schon relativ groß. Es gibt viele verschiedene Modelle. Die Unterschiede sind im Detail, aber das Gute ist, der Einsatzbereich ist breit gefächert. Es ist eigentlich für jeden das passende EMTB Hardtail dabei. Also für den, der das Ganze eher sportlich fährt, auch für den Wochenend-Tourenfahrer im Gelände oder eben auch für jemanden, der einfach nur sportlich von A nach B pendeln will, findet ihr immer das passende EMTB Hardtail auch bei uns. Also, meine Empfehlung wäre, kommt einfach vorbei, lasst euch beraten und findet auch auf Probefahrten einfach selber heraus, welches Rad dann am besten zu euch passt. Die Bandbreite, die Angebotspalette ist wirklich riesig. Ich hoffe, ich konnte euch mit unserem kleinen Video so einen kleinen Einblick in die einzelnen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der EMTB Hardtails geben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema EMTB Hardtail, könnt ihr das gerne am liebsten unten in den Kommentaren niederschreiben. Und falls ihr noch mehr von unseren Videos sehen wollt, lasst einfach ein Abonnement da. Da freuen wir uns auch immer drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Rädern und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.